Ich bin Johanna Picker aus Österreich und ich lebe in der Türkei. Die Rachwan ist eine türkische Gangpferderasse und ich habe jetzt eben sehr lange geforscht nach der richtigen Form, diese Pferde auszubilden, um auch ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Und ja, so ist mein Weg. Bashkan bedeutet Präsident und kommt aus Afghanistan. Meine Lehrerin hat so gesagt, hat gesagt, Johanna, das Pferd wird euer Leben verändern, er wird euch alle helfen. Also mir war nicht bewusst, wen ich da in meinen Händen habe. Also mir war sein Bekanntheitsgrad nicht bewusst. Aber sein Ruf ist mir eigentlich erst nach und nach so zugetragen worden. Also das Echo, was ich dann gekriegt habe, hat mir eigentlich erst begonnen, seine Geschichte zu erzählen. Der Bashkan ist wild. Er hat durch seinen starken Charakter sich seine Eigenart nicht nehmen lassen. Also der hat sich nicht brechen lassen. Und das zeugt einfach bei so einer Geschichte, die er hat und bei so vielen Erfolgen, die er darzubieten hat, schon sehr viel Kraft und Stärke aus. Also das ertragt nicht jedes Pferd. Er ist körperlich und seelisch stark. Er ist nicht mehr an den Start gegangen, er hat die Rennen verweigert. Die haben einfach gesagt, Johanna, du musst ihn reiten, weil er gibt dir die Kraft, er hat sich dir anvertraut. Und ich habe ihn so weit hinbekommen in 8 Monaten, dass wir eben diesen 3. Platz erritten haben. Er soll ein Bote dafür sein, dass Pferdetraining auch anders aussehen kann. Also dass der Mensch das Pferd auch so reiten kann, dass das Pferd nicht seine Freude und seine Kraft verliert. Und um sich Gehör zu verschaffen, muss man es irgendwo unter Beweis stellen. Ich habe die Jockey-Lizenz erst seit ungefähr 8 Monaten. Ich bin vorher nie Rennen geritten, also es waren meine 3 ersten. Es gibt Frauen in den Rennen, es gibt eine eigene Kategorie für Frauen, in denen habe ich aber bis jetzt noch nie teilgenommen, weil mein Pferd in der höchsten Kategorie läuft. Ich bin jetzt eigentlich das letzte Jahr die erste und einzige Frau gewesen, die mit ihrem Pferd in der 7. Kategorie teilgenommen hat. Und sonst keine. Auf jeden Fall zu den schnellsten. Durch sein Temperament ist er schwer zu reiten. Es erfordert einfach sehr viel Gefühl und sehr viel Erfahrung. Der Ruf, der eilt ihm einfach voraus. Also es, wenn ich auf den Rennen bin, dann sagt man, es ist ein tolles Pferd, aber es ist schwierig. Er ist körperlich stark und er ist aber auch, er ist charakterlich einfach stark. Also es ist für mich einfach ein unglaubliches Gegenüber. Das Pferd lehrt mich jeden Tag wirklich demütig zu sein. Er sagt einfach ganz klar, wie er behandelt werden will. Und ich habe auch ganz viele Nachrichten dann bekommen von Menschen, die einfach gesagt haben, er lässt sich nicht von jedem reiten. Er hat endlich sein Gegenüber gefunden. Und ich glaube, es geht uns beide so. Also ich fühle mich mit ihm ganz und umgekehrt. Let's go! Es sind die Rennen schon vorgegeben, also die Termine stehen fest und ich schaue dann eben immer, welche sind bei uns in der Nähe. Wann ist mein Pferd so weit, wirklich an einem Rennen teilzunehmen? Also ich achte immer drauf, ist er wirklich fit? Und wir werden es sehen. Also wenn es so sein soll, dann wird es so kommen und natürlich arbeiten wir darauf hin. Aber ja, es steht in den Sternen.